Der Klimawandel. Eine Herausforderung für Landwirtschaft und Energieerzeugung. Beide benötigen Flächen, denn um die wachsende Weltbevölkerung trotz Wetterextreme und Wasserknappheit mit Nahrung und klimafreundlichem Strom zu versorgen, treten Ackerland und Solaranlagen immer häufiger in Konkurrenz. Landwirtschaft und Photovoltaik. Ein Widerspruch? Nein. Mit Agri-Photovoltaik ist Landwirtschaft und eine Erzeugung von Solarstrom auf derselben Fläche möglich. Je nach Anbau eignen sich verschiedene Technologien, die der Landwirtschaft Vorteile bieten. Im besten Falle schützen die Solarmodule die Pflanzen sogar und erhöhen die landwirtschaftliche Produktion. Zum Beispiel können die Solarmodule vor zu starker Sonneneinstrahlung und extremen Wettereinflüssen schützen. In besonders trockenen Regionen kann die Verdunstung verringert und Regenwasser aufgefangen und gesammelt werden. Spezielle Module lassen genügend Licht für die Pflanzen durch und erzeugen Strom auf Vorder- und Rückseite der Zellen. Ein gezieltes Lichtmanagement sichert einen guten Ertrag für Feldfrüchte und Solarstrom. Der erzeugte Ökostrom kann direkt von den Landwirten verwendet oder vermarktet werden. Mit der Agri-Photovoltaik erforscht und entwickelt das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme Lösungen für die Energiewende und eine nachhaltige Landwirtschaft. Damit schützen wir Pflanzen, Böden, Wasser und das Klima. Wir sind bereit. Sie auch? Weitere Informationen gibt es auf der Agri-PV-Webseite www.agri-pv.org.